Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Radegast Steffen. Ich bin Küchenchef hier im Restaurant Webers, was zum Reddison Blue Gewandhaushotel hier in Dresden gehört. Ich werde Ihnen heute ein Duo von der Tomate zaubern in Form einer klaren Tomatensuppe sowie einer weißen Tomatensuppe. Auch wunderbar geeignet für alle Vegetarier, weil keine Fleischzusätze dabei sind. Wir schneiden als erstes Tomaten. Die können Sie auch gerne bei Ihrem Gemüsehändler. Die dürfen ruhig ein bisschen matschiger sein, also können Sie vielleicht sogar ein bisschen was am Preis aushandeln. Einfach ein bisschen grob klein schneiden. Ja, so. Je kleiner, umso besser, weil umso besser können Sie die nämlich mixen, wie Sie nachher gleich sehen werden. Ja, so. Das brauchen auch nicht das Grüne rausmachen, weil wir das durchpassieren. Ja, so. Einfach ein bisschen klein schneiden. So. Ja, Sie nehmen etwa für 4 Personen ca. 1,5 Kilo Tomate. So, dazu kommt schöner, wunderbarer, frischer Basilikum. Bitte keine Trockenbasilikum. Den können Sie auch ganz einfach ein bisschen grob mit reinmachen. Ja, so, ganz einfach grob mit rein. Dann wichtig, weil es auch sehr gut für die Durchblutung ist, ein bisschen Knoblauch ist sehr hervorragend, für dass man so schnell nicht einen Herzinfarkt bekommt, fördert die Durchblutung. Ja. Das ist einfach auch Geschmackssache, wie viel Knoblauch man gerne dran machen möchte. Ja. So, wichtig als nächstes, Gewürze, nehmen Sie Salz. Es darf ruhig ein bisschen mehr Salz sein, weil Salz entzieht der Tomate die Flüssigkeit. Umso mehr Flüssigkeit bekommen Sie von der Tomate geschenkt. Ja? So, dann auch wichtig, Zucker, ja? Weil Zucker hebt den Eigengeschmack der Tomate. Und auch ein bisschen Pfeffer. Ja? So, und dann haben Sie die Möglichkeit, dass Sie sagen, okay, ich kaufe mir ein bisschen Gemüsebrühe im Supermarkt. Ja, von meinem Kollegen Herrn Lafer gibt es ja genügend Auswahl im Supermarkt. Oder Sie nehmen, weil das hat jeder im Haushalt, ein bisschen Wasser, so wie ich jetzt. Ja? So. Und dann haben Sie schon mal den Ansatz der Tomate, also zum Pürieren. Ich wiederhole, Sie nehmen ein bisschen Tomaten, die schneiden Sie klein, Knoblauch rein, Zucker rein, Pfeffer rein, Salz rein, frischen Basilikum und Knoblauch. Dann nehmen Sie, hat eigentlich 90% jeder Haushalt heutzutage einen Stabmixer, ja, und pürieren das Ganze. So, jetzt habe ich das püriert, die ganzen Zutaten, die Tomaten, Basilikum, Knoblauch, Salz, Pfeffer, alles schön. Sie sehen, das ist eine relativ flüssige Angelegenheit. Jetzt tue ich das Ganze. Hat man normalerweise immer zu Hause ein Sieb, das kann ein Plastisieb sein, also Tupperware. Und Sie können auch ganz normal, wie Sie es bei mir auch sehen, ein einfaches Tuch nehmen und gießen dann, wie gesagt, diese Flüssigkeit einfach hier ganz entspannt in das Sieb rein. Ja, dann hören Sie es ja schon leicht plätschern, so wie ein kleiner Wasserfall. Ja. Müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht sofort auf Toilette gehen müssen. Und Sie haben im Endeffekt schon 70 bzw. 75% Ihrer klaren Tomatensuppe fertig. Sie sehen es, es ist eine Arbeitszeit von 10, 15 Minuten. Also das kann man wirklich schnell zubereiten, wenn man die Zutaten im Haus hat. So, wenn der Tomatensaft, der Tomatenfond durchgelaufen ist, so wie bei mir. Ich habe jetzt in ein Litermaß, was auch fast jeder Haushalt zu Hause hat, meistens in Form eines 1-Liter-Maßes, einfach abgefüllt, umgefüllt und fülle das Ganze noch einmal in einen Topf. Ja. Lass das einmal kurz aufkochen und schmecke das Ganze nochmal ab. Und im Endeffekt habe ich dann abgeschlossen meine klare Tomatensuppe, nachdem ich es nochmal abgeschmeckt habe. In der Zwischenzeit habe ich ein paar kleine Tomaten konkassiert, nennen wir das in der Fachsprache, einfach nur im Deutschen ganz normal kleine Tomatenwürfel geschnitten. Ja? Die tue ich hier einfach in unser Weckglas. Ja? So,
Und dann gieße ich die kochende, die ich dann auch in der Zwischenzeit schon abgeschmeckt habe. Wie gesagt, ganz wichtig, abschmecken nach einem Belieben, weil der eine mag mehr Salz, der andere weniger Salz, da ist es immer besser. Deswegen auch immer vorsichtig mit den Grammanzahlen, die Sie in Ihren Kochbüchern, die Sie zu Hause haben, finden. Wirklich ganz wichtig, nach eigenem Belieben alles abwürzen, nach eigenem Geschmacksempfinden. So, und als krönenden Abschluss füllen wir unsere Tomatensuppe, die klare, einfach hier in das Weckglas ein. So, auch nach Belieben. Sie können es auch gerne, weil nicht jeder hat ein Weckglas zu Hause, ganz normal in Suppenteller reintun, Suppentasse. Das ist absolut Ihnen überlassen. Wir haben jetzt, Sie sehen es, noch eine gebackene Komponente jetzt mit draufstehen. Das ist bei uns ein Wantang-Teig. Ja, der ist gefüllt mit Ziegenkäse und Feigensenf, so ein bisschen schärfer gehalten. Wantang-Teig ist eine asiatische Form vom Blätterteig.